Also ich sage mal, die Intelligenz der Menschen steigt nicht mit der Höhe der Position. Und das Beste ist ja immer in der Kommunalpolitik, dass man am meisten von denen kritisiert wird, die am wenigsten selber zustande bekommen. Und ich muss mal eins sagen, wir sind der Landkreis mit in Deutschland mit der höchsten Durchimpfung der Bevölkerung. Also die Landwirte sind natürlich sauer, weil Landwirtschaft immer stärker ideologisiert wird. Und das ist ein zentrales Problem. Landwirtschaft wird bei uns nicht mehr als ein notwendiger Teil einer Volkswirtschaft angesehen, sondern als eine Spielwiese von Ideologen. Und es gab in der Zeit meiner Zeit als Landrat nie eine Privatisierung von kommunalen Aufgaben. Ich auch nicht. Ich kann nur Pogo. Ja. Da sind wir aber bei der Jugend. Hi, ich bin Steffi Schuricht vom Mauberg-Clip und wir kalkteigen heute mit dem Landrat Gernot Schmidt von der SPD in seinem Wahlkreis Märkisch-Oderland. Here comes Fischer. Dead silence in the hall. Genau, dann dürfen Sie als erstes anfangen. Naja, ich bin ja kein grandioser Schachspieler, also fange ich mal ganz einfach an. Der klassische. Der klassische, ja. Und ich habe mir nur eine Eröffnung immer angeguckt und versucht, die jetzt seitdem zu perfektionieren. Und stoße immer wieder auf neue Probleme. Aber irgendwann wird das hoffentlich was. Mhm. Und dann kommen wir zum Einstieg erstmal so ein paar lockere Fragen, um uns ein bisschen kennenzulernen. Und zwar war es ja quasi plötzlich Schmidt, als ich so ihr Profil gelesen habe. Und Sie sind mit 28 Jahren zum ehrenamtlichen Bürgermeister geworden. Und wie war das mit 28, plötzlich ehrenamtlicher Bürgermeister zu sein? Ja, Werbig, Altlangso, Neulangso. Das ist ein Dorf im Oderbruch. Ein besonderes Dorf, wie ein Kolonistendorf, ein altes Dorf. Und wir sagen im Oderbruch ein Königsdorf und war eine gute Zeit. Ja? Es ist aber es ist nicht durchaus üblich, in dem Alter auch schon Bürgermeister zu sein? Na, das war die Wende. Also durch die Wende in die Politik gegangen, vorher nicht politisch gewesen. Vorher war ich Melioratiorsarbeiter, habe gearbeitet und war dann Bürgermeister. Ein spannender Weg. Und gerade auch denn später zum Amt des Landrats ist ja auch eine Aufgabe mit viel Verantwortung, vielen Facetten. Wie würden Sie einem Kind erklären, was ein Landrat tut und warum es wichtig ist, wählen zu gehen? Also einem Kind würde ich sagen, wenn sein Leben ordentlich funktioniert, die Schulen funktionieren, die Eltern in der Daseinsvorsorge einen guten Hintergrund haben, dann ist der Landrat dran schuld, aber sie wissen es nicht. Ja. Das ist das Gute daran. Und wählen gehen, wählen ist ein Ausdruck von Mitgestalten und wählen ist ein ganz wichtiges Element eines selbstbewussten Wesens und wählen gehört zur Demokratie und Demokratie ist die Grundlage unserer Gesellschaft. Mhm. Und zu den Aufgaben zählen ja je nach Landkreis unter anderem Katastrophenschutz, Bürgerservice, ÖPNV und vieles mehr. Wo sehen Sie da Ihre Stärken? Also ich sage mal, A ist ein Landrat erstmal Teil seines parlamentarischen Gremiums, seines Kreistages. Er ist auch Teil seiner Menschen, er wird direkt gewählt und er ist auch Lobbyist für die Region. Mhm. Da sehe ich eine meiner Hauptstärken. Zweitens ist ein Landrat und da unterscheidet er sich ja grundlegend von vielen Politikern, zum Beispiel in der Berliner Politik, auch für seine Entscheidungen selber verantwortlich. Er haftet auch für viele Dinge persönlich und das sind die Stärken in diesem Amt. Und wir stehen damit ja in so einer steinhardenbergischen preußischen Tradition, was ja auch eigentlich ein wichtiger Aspekt ist. Mhm. Und fehlt Ihnen die Arbeit als gelernter Forstarbeiter? Also ich bin kein gelernter Forstarbeiter. Ich habe Agrotechniker, Mechanisator mit Abitur gelernt und bin gelernter Meliorationsarbeiter. Ach so. Habe aber am Wald gearbeitet als ja. Waldarbeiter. Hab Holz gerückt, Harz geharzt, vom Einschlag im Holzeinschlag. Also ich bin Arbeiter. Ja, und fehlt Ihnen das ein bisschen? Also ich sage mal, die Intelligenz der Menschen steigt nicht mit der Höhe der Position. Und es gibt in jeder Ebene sehr interessante Leute. Mhm. Was mir fehlt aus meinem vorherigen, ich sage mal, proletarischen Leben ist,
dass die Menschen sich in den Ebenen auch in der Selbsteinschätzung sehr oft sehr reell und sehr realistisch und sehr gerade selber einschätzen können. Mhm. Und das geht dann ab bestimmten Bereichen verloren. Ja. Wenn, korrigieren Sie mich, falls ich falsch liege, aber seit 2005 sind Sie nun im Amt des Landrats tätig. Und welchen Wandel haben Sie in dieser Zeit am stärksten wahrgenommen? Also A ist unsere Region, die es auch in vielen Bereichen wirtschaftlich sehr schwer hatte, von einer schwierigen Region zu einer Wachstumsregion geworden. Das hat natürlich auch Mentalitäten verändert. Landnutzung hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und wir sind eine Region geworden, die natürlich durch Zuwanderung auch viele neue Impulse bekommt. Und da gibt es dann unterschiedliche Debatten und Diskussionskulturen. Mhm. Also der Wandel ist ein langsamer, aber wir haben durch große ländliche Bereiche auch immer noch eine Bodenständigkeit behalten und sind da auch sehr wichtig geworden. Ja. Und nehmen wir mal vorsichtig an, Sie würden die Landtagswahlen nicht gewinnen. Was würden Sie als erstes mit neu gewonnener Freizeit tun? Auch mein Leben ist in sich fest und ich würde nicht viel anders machen. Ja, schön. Dann würde ich sagen, gehen wir zu unseren nächsten Zügen. Ja, Sie sind dran. Genau. Ja, Sie sind dran. Ja, ich überlege schon. Ich wollt was Schlaues machen. Das ist ja wunderbar. Dann schlage ich erstmal Ihren Läufer. Tatsächlich, ja. Na, so ist es dann. Zellavi. So, jetzt habe ich einen Erfolg und jetzt dürfen Sie gewinnen. Ich will Sie jetzt nicht ärgern. Nee, haben Sie schon wieder was gesehen? Nee, lassen Sie mal machen. Das ist jetzt Harakiri, aber ist okay. So, wir haben uns jetzt etwas näher kennengelernt und ich würde jetzt gern stärker auf Ihre Themen eingehen. Aber vorab noch, wo fühlen Sie sich im Brandenburger Landkreis am wohlsten? Also in meinem oder im Brandenburger Landkreisen? Auch gerne in Ihrem Landkreis. Naja, das ist ja eigentlich mein näheres Umfeld, meine Heimat, das Oderbruch. Das ist meine Region. Da fühlen Sie sich am wohlsten und am glücklichsten? Ja. Ihre Ideen für nachhaltige und fließende Mobilität im Landkreis. Haben Sie da Vorstellungen in Ihrem Wahlprogramm? Sprechen Sie von der Initiierung von Modellprojekten des ÖPNV? Was kann sich der Wähler darunter vorstellen? Also ich sage mal so, das stand mal in meinem Wahlprogramm. Ich habe noch kein neues aufgelegt und noch nicht verkündet. Aber wir hatten ja damals ein Rufbussystem. Das ist damals durch das Landesamt nicht genehmigt worden. Da gab es auch eine Auseinandersetzung. Mhm. Und damit unser Nahverkehrsplan genehmigt wird, haben wir uns dann vom Rufbussystem verabschiedet. Jetzt sind solche Dinge wieder modern. Ja. Also ÖPNV leidet ja immer unter einer Unterfinanzierung und einer Debatte um die Art und Weise des Verkehrs. Wir sind ja Träger des ÖPNVs als Landkreis, wir sind auch Mitglied des VWBs. Und eine der wichtigsten Sachen sind natürlich die Aktivierung der Bahnlinien, also bei uns die klassische Ostbahn und die Vriezner Bahn. Mhm. Und zur letzten Kreistagssitzung, wenn ich es richtig gelesen habe, am 11.06. Erfuhren Sie, dass der Verkehrsvertrag für Straßenbahn Strausberg zu Ende August gekündigt ist. Mögliche Finanzierungspläne sind schon länger ausgearbeitet. Wie sehen Ihre Pläne aus, um die Nutzung der Straßenbahn weiterhin zu sichern? Also im Endeffekt ist er nicht mehr ausfinanziert. Hat natürlich auch Ursachen durch die Corona-Pandemie. Mhm. Wir werden im nächsten Kreistag einen finanziellen Zuschuss beschließen müssen. Und das ist eben ein Problem. Und da steht die kommunale Ebene immer sehr oft alleine da, dass schienengebundener ÖPNV sehr teuer ist. Wir werden im Endeffekt die Straßenbahn weiter betreiben. Sie ist ja ein zukunftssicheres und ein wichtiges Element des Verkehrs in Strausberg. Aber es wird uns Geld kosten. Wir müssen es alleine bezahlen mit der Stadt zusammen. Ich schätze so ungefähr um die 900.000 Euro. Mhm. Generell, grundsätzlich, im Jahr oder im Monat? Im Jahr, in diesem Jahr. Also um das Defizit auszugleichen, wir rechnen noch. Aber im Endeffekt geht es darum, setzt du auf Bus oder setzt du auf Straßenbahn. Wir haben ja in unseren Verkehrsgesellschaften mehrere Landstraßenbahnen. Also einmal die Rüdersdorfer, Schöneicher Eisenbahn, die Strausberger. Und wir betreiben ja auch in Eberswalde den O-Bus. Zusätzlich müssen sich Autofahrer in Strausberg auch ab dem 9. August längerfristig auf Verkehrsbehinderung einstellen, steht die Fahrbahninstandsetzung der L23 und der Ernst-Hillmann-Straße an, unter anderem auch für die Entstehung eines neuen Radweges. Mhm. Was können die Anwohner erwarten und wie optimistisch
Sind Sie mit dem vorliegenden Bauplan, diesen pünktlich einzuhalten? Ja, erstmal ist es immer sehr eigenwillig, wenn man über Baumaßnahmen redet, die man nicht selber verursacht hat. Deshalb halte ich mich selber zurück, weil wir auch wir unsere Probleme haben. Die gute Nachricht ist, dass das Land zwei wichtige Zubringerstraßen in den Berliner Speckgürtel saniert. Mhm. Und wir werden alles versuchen, die auch mit meinem Straßenverkehrsamt die Belastung für die Bürger zurückzufahren. Aber es wird Belastungen geben, das ist normal bei solchen Baumaßnahmen. Und Belastungen sind auch notwendig, denn gerade die Berliner Straße ist in einem sehr schlechten Zustand. Und wir brauchen auch stärkere Radwege in Strausberg. Strausberg ist ja die Stadt, die längste Stadt Brandenburgs. Die längste? Ja, die längste. Mhm. Also von Vorstadt bis nach Schillerhöse sind lange Wege und das ist einfach notwendig. Ja. Und neben einigen Ärger haben Sie aber zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den Kommunen gelobt. Gemeinsam sei es gelungen, die durch das Bevölkerungswachstum im Berliner Umland entstehenden Bedarf vorausschauend zu decken. Wie sehen Sie aktuell die Situation der Schulen und der Bildungseinrichtungen in Ihrem Landkreis und was würden Sie noch gerne verbessern? Also es gibt da ja immer sehr wilde Debatten, aber wir haben ja als Landkreis in Größenordnung investiert in den letzten Jahren. Wir werden jetzt 2 neue Oberschulen bauen und an den Markt bringen mit der Stadt Altlandsberg und der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf. Wir werden ein neues Gymnasium in Strausberg bauen und wir bauen eine neue Gesamtschule in Hoppegarten. Es ist immer so bei solchen Prozessen, dass sie natürlich auch eine sehr viel Emotionalität freilegen. Mhm. Aber die Beschlüsse sind gefasst worden und eigenartigerweise ist der Schulentwicklungsplan einstimmig durch den Kreistag gegangen. Das ist schon eine Leistung neben dem Neubau der Förderschule. Und das Beste ist ja immer in der Kommunalpolitik, dass man am meisten von denen kritisiert wird, die am wenigsten selber zustande bekommen. Da gibt es noch das Thema Klimaschutz und Umwelt. Was tun Sie ganz konkret persönlich im Alltag dafür? Und welche relativ schnell umsetzbaren Ideen haben Sie für den Landkreis? Also das ist ein Thema, das ist für mich teilweise ein wundes Thema, weil sich sehr wenige Leute mit den Fakten befassen. Wir sind ein Landkreis, der 130% seines Stromes, den wir in Haushalten verbrauchen, aus erneuerbaren Energien erzeugt. Wir sind einer der Landkreise in Deutschland, die sozusagen die Energiewende und die Null in der Energieumstellung geschafft haben. Wir sind haben eine der größten Solarkraftwerke. Wir haben einen massiven Ausbau der Windkraft, wir haben Biomasse. Wir sind also, was die Ökologie angeht, auf einer der Spitzenpositionen in Deutschland. Schlimm ist nur, dass die Bürger dies bezahlen müssen über die Netzausbaukosten und dass dieses Thema sehr oft sehr einseitig betrachtet wird. Mein Anteil ist, dass ich versucht habe, diese Prozesse, und die waren nicht einfach, so zu moderieren, dass die Kommunalpolitik nicht blutend herausgeht und dass die Menschen in großen Teilen noch Akzeptanz erringen. Also wir haben knapp unter 1,8% der Flächen als Windeignungsgebiete ausgewiesen. Da gibt es immer noch sehr starke Konflikte und vieles wird ja nach dem St. Florians-Prinzip behandelt. Also wir sind alle für Erneuerbaren. Aber nur nicht vor der eigenen Haustür. Wir haben gerade eine enorme Debatte um Solar. Und das sind schon sehr interessante Prozesse. Oft ist auch die Auffassung und Vereinbarung von Tierschutz beim ganzen Schutzthema in diesem Zusammenhang auch keine einfache Angelegenheit. In Ihrem Landkreis sind die afrikanische Schweinepest und Wölfe ein beherrschendes Thema. Ja, wir hatten den Biber. Das ist ein ganz zentrales Thema. Ja. Wir waren in meiner Wenigkeit bahnbrechend beim Bibermanagement im Land Brandenburg. Wir bejagen ja auch den Biber an Hochwasserschutzanlagen. Das Oderbruch ist ja das größte Flusspolder Deutschlands. Und Hochwasserschutzanlagen und Vorfluter müssen gepflegt werden. Mhm. Beim Wolf ist es natürlich auch eine sehr emotionale, aufgeheizte Debatte. Aber ich bin noch gegen Verschärfung von solchen Gesetzen, sondern es gibt eine ordnungsrechtliche Seite. Also wenn sie zur Gefahr für die Menschen werden, dann müssen Wölfe entnommen werden. Und dann gibt es die naturschutzrechtliche Seite und die muss man voneinander trennen und darf beide Dinge nicht vermengen. Wir haben ein wirkliches Problem, weil wir ja bedingt durch die erneuerbaren Energien auch einen Umbau der Agrarlandschaften haben. Und das ist auch eine Ursache, dass wir zum Beispiel bestimmte Biberpopulationen und andere Dinge verstärkt
Auftreten haben. Ja. Und der Kernpunkt, was Sie angesprochen haben, ist natürlich die Rolle eines Landkreises in der Seuchenbekämpfung. In der afrikanischen Schweinepest war ein Riesenkonflikt. Schweinehalter haben wir nicht sehr viel mehr im Landkreis. Wir sind mehr ein Zentrum der Geflügelproduktion, gerade im Enten und Hühner. Und wir haben auch sehr große Bereiche in der ökologischen Geflügelproduktion, auch mit neuen guten Anlagen. Aber das ist so eine Balance, die wir herstellen müssen. Und was die Seuchenpandemie angeht, da sind wir durch. Wir haben es geschafft. Unsere Landwirte sind sauer. Zahlreiche Demos liefen seit Beginn des Jahres. Bei welchem Thema können Sie die Lebensmittelerzeuger weiter unterstützen? Also die Landwirte sind natürlich sauer, weil Landwirtschaft immer stärker ideologisiert wird. Und das ist ein zentrales Problem. Landwirtschaft wird bei uns nicht mehr als ein notwendiger Teil einer Volkswirtschaft angesehen, sondern als eine Spielwiese von Ideologen. Und da leiden viele Leute darüber. Natürlich ist Landwirtschaft auch ein Geschäft geworden, was ich habe ja diesen Beruf mal gelernt, was sich grundlegend geändert hat. Und dann gibt es ein Riesenproblem. Es gibt immer stärkeren Druck auf die Landwirte aus der Gesellschaft heraus, oft auch sehr unsachlich. Aber sie sind mit ihren Produkten und mit ihren Gestaltungsmöglichkeiten am Weltmarkt. Sie unterliegen einer vollen Globalisierung. Und das sind eigentlich die Kernthemen. Wir befinden uns heute am Brecht-Weigel-Haus in Buko. Mhm. Was ist denn Ihr Bezug zu diesem Ort? Naja, der Landkreis ist erstmal Träger dieser Einrichtung, Bert Brecht. Und wir haben ja auch nicht unerheblich investiert. Und es gab auch immer eine ständige Auseinandersetzung um Bert Brecht und um diesen Ort. Aber wir glaube, mit dem Neubau unseres Besucherpavillons sind wir sehr gut aufgestellt. Mhm. Da gab es auch eine Auseinandersetzung mit der Landesebene um die Architektur. Es gibt ja da in dem Teil ja immer viel mit Nostalgie. Und mit wichtig und mit unwichtig. Ja. Persönlich ist Bert Brecht nicht mein besonderer Fall. Was sind Ihre Vorlieben? Hugo, Johannes Bobrowski, russische Literatur, polnische Literatur, Osteuropa, Ossip Mendelstam, Isaac Babel, das sind so meine Leute. Und wenn ich jetzt ganz frisch in die russische oder polnische Literatur einsteigen würde, haben Sie eine Empfehlung? Also ich habe eine sehr große Empfehlung. Isaac Babel, Die Reiterarmee in der neuen Übersetzung, sehr interessant. Mhm. Wer dieses Buch liest, weiß auch sehr viel über Osteuropa. Der weiß auch sehr viel über die jetzige Situation in der Ukraine. Es gab ja dazu eine Übersetzung, die zu DDR-Zeiten etwas sanfter war. Und das sind so. Und ich lese sogar Lyrik. Und da sind ja auch Maria Svetajeva, ist eine große Frau der Lyrik. Ich glaube, Sie sind dran, oder? Ja, weiß ich nicht. Ja, ich meine schon. Ist mir jetzt egal. Ich denke schon. Mhm. Naja. Mischt mir noch ungern noch einen Läufer klauen. Wir haben ja keine Ahnung, also können wir hier wild spielen. Ja. Ich habe schon gesagt, mein Sohn spielt immer Räuberschach. Wir gehen jetzt immer nur darum, möglichst viel abzuräumen. Mhm. Schach. Ich würde gerne noch auf das Thema Corona etwas eingehen wollen. Die medizinische Versorgung, Gewährleistung einer umfassenden Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum ist ebenso ein wichtiger Punkt auf Ihrer Agenda. Mhm. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die in Ihrem Einflussbereich als Landrat liegen? Genau, und im März diesen Jahres sind Sie durch einen kleinen Disput mit den KVBB in die Schlagzeilen geraten, da 11 Ärzte in Märkisch-Oderland mit den Corona-Schutzimpfungen begonnen hatten. Wie ist Ihr Verhältnis aktuell zum KVBB und würden Sie die Maßnahmen wieder so ergreifen? Also erstmal, ich habe kein negatives Verhältnis. Ich bin nur der Meinung, dass die KVBB kein Recht hat, in Pandemiesachen mitzureden. Mhm. Herr Spahn hat sie eingebunden, was vollkommen daneben und irrsinnig war. Und das schlechte Management dieser Pandemie in Deutschland hat an den strukturellen Fehlentscheidungen dieses Ministers zu tun und in den Fehlentscheidungen der Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist ein Lobbyverband. Und der ist nicht geeignet, solche Maßnahmen umzusetzen. Und das hat sich auch im Betreiben der Impfzentren und vieler anderer Maßnahmen gezeigt. Sie können es nicht. Nicht, weil sie es nicht wollen oder weil die Akteure dort nicht in der Lage sind, sondern sie können es nicht, weil sie es nicht können und weil die Struktur nicht stimmt.
Und ich werde das immer wieder so tun. Und es gab dazu eine massive Auseinandersetzung und am Ende haben alle eingelenkt. Und die Sache wird sich die nächsten Wochen, Monate noch weiter zuspitzen, wenn dann die Rechnungsprüfer und die Steuerbehörden kommen. Wir kennen diese gesamten Spiele. Und ich habe die Ärzte freiwillig verpflichtet. Sie waren im Auftrag meines Gesundheitsamtes tätig. Und da kam der Disput. Und ich betone immer freiwillig. Und das Pikante war, in den Medien gab es eine andere Darstellung wie in meinem Umfeld. Es gab nämlich immer mehr Ärzte, die wollten über dieses Modell impfen. Wir setzen dieses Modell weiter um. Also wir impfen über die Hausärzte, wir impfen über unsere Krankenhäuser, zu den Krankenhäusern komme ich noch, und wir impfen jetzt über die Impftage. Wir haben jetzt den 5., 6. Impftag. Und ich muss mal eins sagen, wir sind der Landkreis mit in Deutschland mit der höchsten Durchimpfung der Bevölkerung, weil wir ja schon selbst eigenständig weit über 30.000 Menschen geimpft haben. Ja, da neben den krassen ärztlichen Impfungen und neben den Impfzentren. Mhm. Auch auf berlin.de konnte ich ebenfalls lesen, Landrat wirbt für russischen Corona-Impfstoff Sputnik V. Ja, weil in berlin.de alles geschrieben wird. Ja. Also ganz normal, dieser Landkreis ist ein besonderer Landkreis, was die Beziehung zu Osteuropa angeht. Wir haben ja mit der Schlacht um die Seelower Höhen eine der größten Schlachten des Zweiten Weltkrieges hier auf deutschem Boden erlebt. Wir haben einen sehr engen Kontakt zur russischen Botschaft. Und wir haben einfach nur unsere Kontakte genutzt und haben gesagt, wenn dieser Impfstoff zugelassen wird, dann wären wir auch bereit, Impfdosen zu erwerben. Ich betreibe keine Ideologie über Impfstoffe, sondern es gibt ein Zulassungsverfahren. Mhm. Und da wurde ja viel Unsinn erzählt. Mir ist nur ein Spruch unseres Herrn Spahn in Erinnerung, der gesagt hat, wenn dieser Impfstoff in Europa produziert wird, ist vieles leichter. Dazu muss ich nur sagen, Europa geht bis zum Ural. Der Impfstoff wird in Europa produziert. Und solche Sprüche tragen nicht gerade bei zum Verhältnis zwischen unseren Völkern. Ja, und wie sehen Sie die Zukunft zum Sputnik V in Ihrem Landkreis? Wenn er zugelassen wird, kann ich ihn verimpfen. Aber ich glaube nicht, dass die EU es irgendwann schaffen wird, ihn zuzulassen. Mhm. Und nicht aus fachlichen, sondern aus ideologischen Gründen. Und da sind wir wieder beim nächsten Thema, da reicht jetzt der Beitrag nicht. Ja. Sie haben auch schon erwähnt, am 2. Juni fand nicht nur der erste, sondern einer der ersten erfolgreichen Impftage in der Giebelseehalle statt. Dort wurden 1.000 Dosen des Impfstoffes Johnson & Johnson in Petershagen verimpft. Weitere Sonderlieferungen sind ebenfalls avisiert. Wie zufrieden waren Sie mit diesem Tag und lässt sich das Konzept auch weiter ausbreiten? Also wir hatten ja vorher unsere Impftage im Oderbruch in der Tschien. Mhm. Wir hatten jetzt in Falkenberg einen Impftag. Wir haben heute aktuell einen Impftag in Hoppegarten. Wir werden einen Impftag in Adlandsberg durchführen, wieder in Seelow. Wir gehen also immer rum und impfen mit unseren Ärzten und unseren Leuten. Wir werden auch wieder einen Impftag mit Johnson & Johnson durchführen. Dieser Impfstoff wird auch sehr gut angenommen. Wir haben eigentlich neben dem Kohortenimpfen in den Krankenhäusern überhaupt keine Probleme. Mhm. Wir haben hier noch Leute. Wir haben auch sehr viele Bürger aus Berlin, die sich bei uns impfen lassen. Also, lief das über Anmeldung oder konnte man einfach vorbeikommen? Online, in der Online-Portal anmelden und hingehen und fertig. Wir haben auch durch unser Krankenhausimpfen auch bestimmte Personengruppen geimpft, die nicht im Fokus der Politik und der Leute stand, also Menschen ohne Sozialversicherung, sowas gibt es ja auch. Ich habe die Wanderarbeiter impfen lassen aus Wesendal, aus Rumänien und aus Bulgarien, die dort arbeiten, um auch da einen ordentlichen Schutz aufzubauen. Wir sind da frei, was den Impfstoff angeht. Mhm. Wir haben Angehörige der Bundeswehr impfen lassen, weil das Verteidigungsministerium nicht schnell genug war. Wir haben die Polizei durchimpfen lassen. Wir sind da sehr gut aufgestellt. Und die Grundlage unseres Impfens ist ein großes kommunales Krankenhaus. Wir haben im Dezember noch den letzten Krankenhausstandort erworben. Wir haben das Krankenhaus Seelow gekauft für 3,6 Millionen Euro. Wir haben in Morbad erworben. Die Rettungsdienst- und Krankenhausstruktur in diesem Landkreis ist in kommunaler Hand. Und es gab in der Zeit meiner Zeit als Landrat nie eine Privatisierung von kommunalen Aufgaben. Und wie ist Ihre Prognose? Wann sind Sie durch mit dem Impfen, wenn wir von der Herdenimmunität von 70-80% ausgehen? Also wenn wir jetzt genug Impfstoff haben, einen Monat noch. Wahnsinn. Dann drücke ich die Daumen, dass das tatsächlich so klappt. Ja. Und dann können wir zu der Finalisierung unserer Schachpartie übergehen. Ach, was wollen wir denn nun machen?
erst. Sie haben gewonnen. Ja. Ich bin schwarz. Und naja, das wollen wir ja nicht. Quatsch. Moment, ich bin schwarz. Ja, sind Quatsch, Sie. Ich wollte jetzt was ganz Verrücktes machen, was gar keinen Sinn macht. Ist ja jetzt egal. Da werden wir uns doch jetzt richtig gemetzelt. Nehmen Sie mal Ihren... Mein Pferd? Weg, ja. Und mit dem Läufer schlage ich Ihr Pferd. Genau. So. Und dann komme ich mit meiner Dame. Und schlagen meinen Läufer. So, und dann stelle ich meine erste schnelle Frage. Ja, und dann klaue ich Ihren Läufer mit meinem Turm. Oder... Das nennen wir jetzt Kettensägen-Massaker. Erst noch ein, zwei Fragen. Und zwar, wie viele Felder hat ein Schachbrett? Ich glaube 64, aber weiß ich nicht genau. Mhm. Wie heißt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 64. Ja, fantastisch. Okay. Ach, steht ja so ja dran. Und wie heißt das Buch auf Ihrem Nachttisch? Was ich jetzt zum Zeitpunkt lese, ich lese einen jüdischen Roman und von einem jüdischen Schriftsteller, der unter Stalin erschossen wurde. Okay. Sputnik V oder AstraZeneca? Egal, wenn zugelassen wird, ist alles gut. Mhm. Außerdem ist ein russischer Impfstoff immer gut, weil er traditionell ist. Und die Russen, wenn sie solche Dinge getan haben, sehr viel Prestige auch in solche Sachen gelegt haben. Briefwahl oder Wahllokal? Egal, wählen ist wichtig. Und Bürgermeister oder Forstarbeit? Alles hat seine Reize. Dann können wir jetzt zum Grand Finale übergehen. Och. Sie haben gewonnen. Ja? Gut.